Bei 360 Grad Kollisionsvermeidung handelt es sich um eine aktive Sicherheitsfunktion, bei dem das System durch Bremsen Kollisionen eigenständig verhindert und das eben nicht nur etwa ganz vorne oder ganz hinten an Auto, sondern eben ringsrum. Und das Ganze funktioniert bei Geschwindigkeiten bis 20, 25 Kilometer pro Stunde. Das heißt, die typischen Geschwindigkeiten, die man auch beim Parken und Rangieren eben hat. Für die Funktion berechnet das Fahrzeug voraus, welches der umliegenden Hindernisse dem Fahrzeug am nächsten in Zukunft kommen wird und berechnet daraufhin 100 Mal pro Sekunde ein optimales Bremsmanöver. Wenn ich jetzt eben tatsächlich diesem Hindernis über eine bestimmte Schwelle hinweg zu nahe komme, dann löst die Funktion aus und bremst, je nachdem wie viel Platz ich habe, entweder sehr komfortabel oder wenn es ein bisschen knapper zugeht, weil der Fahrer eben sehr spontan auf das Hindernis erst im letzten Moment zugelenkt hat, dann sehr viel stärker, sodass es dann auch zu einer Vollbremsung kommen kann. Während der Fahrer manuell fährt, ist die Funktion permanent im Hintergrund aktiv, lässt den Fahrer aber auch in sehr enge Parklücken hinein manövrieren. Erst dann, wenn wirklich eine Kollision bevorsteht, dann greift das System durch einen gezielten Bremseingriff ein und bringt das Fahrzeug sicher zum Stehen. Damit das Fahrzeug ein sehr gutes Abbild der Umgebung hat, sind hier jetzt Lasersensoren verbaut, die 360 Grad um das Fahrzeug herum ein Abbild der Umgebung aufbauen. Besonders wichtig ist hierbei, weil auch diese Sensorik nicht alle Ecken einsehen kann, während ein Hindernis passiert wird, dass eine Karte aufgebaut wird und das Fahrzeug innerhalb dieser Karte die Eigenbewegung schätzt, sodass Hindernisse, die auch in den Seitenbereichen von dem Fahrzeug sind, berücksichtigt werden können und das Fahrzeug dann auch dort bremsen kann. 360 degrees obstacle avoidance is a safety function that prevents the driver from hitting obstacles that are static up to speeds of about 15 miles per hour. The car constantly predicts the movement of the manually driven car and determines what obstacle gets the closest to the car. It then has to calculate an optimal stopping movement and pursues this movement if the obstacle gets too close. The safety function is permanently active while the driver is manually driving. It lets the driver get really, really small parking spots and only interferes if an obstacle gets really, really close. The system bases on a 360-degree surround view of the environment. It builds up constantly a map so that the system can even react to obstacles that are in blind spots of the sensors. So for example, if an obstacle gets too close to the doors, there is no sensor and it still can brake so that you won't have an accident right there.